Hallo und willkommen zurück bei Cosmutia. So, wir sind im neuen System und treffen hier auch direkt unseren ersten Feind. Auf unsere erste feindliche Basis, so wie es aussieht. Okay, die machen wir direkt platt, würde ich sagen. Ne, wir gehen direkt mit Big Balls hier rein. Und gucken uns das mal an. Direkt mit Big Balls. Gucken, wie viel Schaden wir erleiden. Komm rein hier. So, wir haben hier einen Zweier. Kein Problem für uns. Wenn das alles Vierer wären, dann wäre es interessant. Wir haben hier zwei Türme. Wie es aussieht, das ist echt eine feindliche Basis. Aber die Zweier sollten kein Problem darstellen. Wir gehen in Reichweite der Raketen. So, erstes Schiff ist damit Schrott. Das nächste Schiff kommt. Okay, wir kriegen ein bisschen Schaden ab. So, gucken mal. Haben ein bisschen kassiert, ein bisschen mehr. Aber weniger als erwartet tatsächlich. Und die können wir schon mal looten. Denn es steht jetzt eigentlich nur noch die Basis und die Turrets. Wir gehen in Raketenreichweite. Die erste Basis ist sogar direkt schon Schrott. Dann wird jetzt die Hauptbasis zerstört. Wir schlagen die ganzen Raketen ein. Ich glaube, wir haben keine Raketen mehr. Okay, wir müssen sie zerstören. So, haben ein bisschen kassiert. Die hatten einen dicken Laser tatsächlich. Und wir hatten keine Raketen mehr, weil wir keinen Eisen oder Schwefel mehr hatten. Wir haben sehr viel Muni. Haben wir Leute verloren? Wir haben keine Leute verloren. Aber wir haben die erste Basis auf. Ohne Auftrag haben wir die schon mal vernichtet. Komm ins System, erstmal direkt die ganzen Piratenbasen vernichten. So sind wir. So, hier direkt der nächste Kopfgeld. Der wird als nächstes direkt wegrasiert. Zack. Ja, wir sind halt in dem System schon krass. Ja, Eisen werden wir jetzt natürlich dann wieder ein bisschen sammeln. Wir brauchen jetzt Eisen und Schwefel. Ich würde sagen, den krallen wir uns direkt. Na, solange wir Platz haben, wird das sich hier gekrallt. Wir haben wieder ein paar Raketen. So, das ist auf jeden Fall sehr viel Eisen. Das heißt, wir müssten jetzt eher noch mal ein bisschen Schwefel holen.
Damit die hier auch Raketen herstellen können. Kupfer nehmen wir auch nochmal mit. Damit hier auch direkt weitergearbeitet werden kann. Ja, nochmal ein bisschen Sprungmaterial. Ich habe immer Angst, dass ich Leute verliere. Oh, da war Gold. Sekunde. Gold nehmen wir natürlich immer mit. Also wir werden jetzt so Uran, Tri und sowas, das werden wir jetzt auf jeden Fall regelmäßig mitnehmen. Kommt er zu uns? Nee, das ist die nächste Basis. Sollen wir die direkt platt machen? Wie viel Platz haben wir? Erstmal, wobei, ja, könnte passen. Könnte passen. Fliegen erstmal aber hier hin. Wir müssen ja die Aufträge annehmen, ne? Da ist zwar nochmal Gold, aber davon lassen wir uns jetzt nicht beirren. So. Moin. Oh, die sieht doch ein bisschen anders aus, Tatsache. Erstmal hier Besuche. So, was haben wir hier? Wir müssen gucken, dass hier nichts mit Zeit ist. Wir nehmen ja alles an. Fraktion machen wir nicht. Erkundung machen wir alles. Alles hier mitnehmen. Den können wir schon abgeben. Komm, wir können auch direkt hier ein bisschen handeln. Oh, hier, nimm mal meine ganzen Munitionsdinger. Alter, krieg mich doch nicht so weg. Erstmal hier ganze Lager leerräumen mit Muni. Dass die hier wieder alle schön produzieren können. Guck mal, da wird direkt wieder nachproduziert, ne? Die sollen ja nur ihre eigenen Lager eigentlich voll machen. Die sollen nichts hier voll machen. Haben sie auch nicht gemacht. Okay. Wir haben relativ viel Stahlplatten. Hier, kannst du alle haben. Ich glaube, wir müssen mehr Raketen lagern. Das heißt, wir machen hier dieses ganze Lager voll mit Raketen, damit das nicht mehr passiert mit der Muni. Ne, weil dann können wir auch die immer weiter vertraden, auch das Eisen wegmachen und so. So, das heißt, so 700 ist ungefähr der Stand, den wir haben. Ja, wobei, wir haben hier 1700. 1700 ist der Stand, den wir haben, wenn unsere Lager, die wir so vorgegeben haben, voll ist. Hier. Thank you.
Was brauchen wir eigentlich, um Uran zu produzieren? Da müssen wir gerade mal reingucken. Wir brauchen nur Uran. Das ist natürlich praktisch. Den schnappen wir uns. Moment, wir haben gerade ein bisschen Kohle, sonst holen wir uns erstmal alle Blueprints. So, jetzt brauchen wir noch 10.000. Dann haben wir alle Blueprints. Warte, die kriegen wir doch noch zusammen, oder? Wir können auch ein bisschen Tri loswerden. Paar Prozessoren. Das angereicherte Uran behalten wir tatsächlich erstmal noch. So, aber das müsste jetzt eigentlich reichen für alle Blueprints. Denn sollen wir direkt in den Planungsmodus gehen? Also ich würde jetzt tatsächlich dann gerne, ich muss gerade nochmal gucken, den großen Schildgenerator hier und da rein. Hier sollte ja kein Problem eigentlich sein. Den können wir einfach da hinzufügen. Und hier müssen wir es leider ein bisschen breiter machen. Dann ist das sogar bis hier oben geschützt. So, und hier müssen wir jetzt einmal diese ganze Sektion verschieben. Um einen. Und das ist auf der anderen Seite dann genauso. Ich verbinde das erstmal. So, und dann kommt hier noch mal einer hin. So, aber wie kommt jetzt hier das Personal hin? Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Und die hier, die Fabriken sind nicht mehr nebeneinander. Das heißt, die verlieren ihren Boni. Außer wir schieben den hier hin. Und jetzt können wir aber hier tatsächlich noch so Schlafkabinen machen. So, dann machen wir den mal gerade aus, weil den drehen wir. Ach,
guck mal. Können wir nicht an beiden Seiten? Nee, nur an einer Seite. Machen wir den wieder an. Und hier noch einen hin, mit der Tür hier nach oben. Können leider nur eine machen. Ist jetzt die Frage, ob der Schildenergiegenerator genug hat, die Quartiere hier drehen wir nach unten. Also ob die genug Strom haben. Das ist jetzt die Sache. Sondern würde ich jetzt tatsächlich erstmal, warte, können wir das direkt bauen? Bauen wir. Ich weiß nicht, ob die hier die Spitze schützen, aber sollten die eigentlich, ne? So, das heißt, wir brauchen jetzt nochmal neues Personal. Und jetzt werden wir die auch zuweisen. Zum Beispiel der hier ist nur dafür. Das wurde auch kopiert. Okay, wir gehen nochmal in den Modus. Wir können ja noch ein bisschen hinzufügen. Für den hier würde ich nämlich auch gern Personal abstellen. Also gehen wir mal gerade in den Planungsmodus. Wir verschieben den nach hier. Setzen hier noch einen hin. Wir gehen erstmal wieder in den Planungsmodus. Können wir übernehmen? Einmal bitte übernehmen. Einmal bitte Raketen. Personal. Der hier ist nur für den. Ups, falsche Taste. So, der ist für den, der ist für den. Und einer von denen. Wer war denn das? Der hier? Nur für den. Ich überlege gerade, wir könnten hier jetzt noch was reinmachen. Zum Beispiel Feuerlöscher. Weil hier ist ja kein Durchgang mehr. Strom sieht auch noch gut aus. Ja, hier muss halt permanent jetzt Leute immer hin und her laufen. Erstmal müssen wir wieder Leute holen.
So, und dann gucken wir mal, können wir denn hier noch was optimieren? Ich würde gern tatsächlich schneller sein. Wir haben ja riesige Schubdüsen, ne? Wir könnten die jetzt natürlich hier noch ändern, dass das alles riesige wären. Müssen wir nur die Panzerung wieder ein bisschen anpassen. Sollen wir dann alle anpassen? Das ist die Frage. Nicht genügend Materialien, okay. Jetzt haben wir da theoretisch zu viel Panzerung, ne? Wir gehen nochmal in die Planung rein. So, dann verschieben wir das Ganze hier mal ein bisschen. Wir könnten das natürlich jetzt dick zumachen. Oder wir verschieben den nach unten. Wenn wir den jetzt zum Beispiel... Weg. Jetzt habe ich hier natürlich leider die Schubdüse weggemacht. Die setzen wir natürlich wieder rein. So, und dann machen wir hier wieder die Panzerung hin. Also hier kommt ein ganz normaler Boden hin. Mit Türen. Okay. So, jetzt müssen wir es hier noch zumachen. Gelöst. Einmal übernehmen. Ja, geht. Ist halt die Frage, ob die genug Energie hier hinten bekommen, ne? Und warum ich hier keine... Ach so. Das ist natürlich auf der anderen Seite alles ein bisschen anders aufgebaut hier, ne? Okay. Aber ich glaube, so läuft's, oder? Die Schilde stehen, haben Personen, die sich drum kümmern. Ich guck nochmal, ob wir jetzt auch genug Personal haben. Ja.
Strom in Ordnung, Personal in Ordnung. Hyperraum, ja, da könnte vielleicht ein bisschen mehr hier hinten sein. Wir könnten das, wenn wir das zurechtschieben, sogar hinkriegen, hier noch eine hinzusetzen. Dann gehen wir nochmal in die Planung rein. Auf beide Seiten nehmen den. Sekunde, machen wir den mal weg. So. Jetzt nehmen wir hier nochmal so ein Hyperraum-Ding, ja. Ich weiß nicht, ob wir diesen Traktorstrahl brauchen. Hier kleiner Hyperraum. Hier hin. So, Lagerraum. Passt doch jetzt hier ein großer hin. Zack. Türen. Haben wir nicht genug Geld? Ja. Machen wir dann. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier wieder Mission. Sammeln ein bisschen Kohle. Oh, hier Uran. Warum nicht? Angriff. Fehlt eine Basis oder was? Oh, ein Friedhof. Die bewachen also den Friedhof, ja. So, ist eine Station. Zwei Stationen, die hier den Friedhof bewachen. Erstes down. Haben wir nur Kanonen. Dann war's das mit denen. So, alles eingesammelt. Der nächste bitte. Mal gucken, ob die Schilde auch effektiv sind. Hier sieht das so aus, als wäre hier keiner. Aber die müssten da eigentlich reingehen. Eigentlich müsste das. So, nimm mal alles hier auseinander. Aber Moment. Es kann sein, dass der zu nah an der Grenze ist. Wir gehen noch mal rein. Und wir ziehen die tatsächlich runter. Damit die Schilde stehen. Wobei, ich glaube, mittlerweile können wir da auch die dicken Laser reinmachen, ne? Wir haben da ja noch die kleinen Babylaser drin. Hier schwerer. Boah, die sind aber auch groß, ne? Können ja zwei Disruptoren reinmachen. Oder wir machen das so, wir machen die Disruptoren hier an die Seite. Die strategische Punktverteidigung. Machen wir hier in die Mitte. So, können wir noch den schweren Laser einmal hier hin machen? Würde das gehen? So. Ich meine, wäre wahrscheinlich sinnvoller, wenn wir überall so kleine Punktverteidigungen hinmachen, ne? Wir können ja hier, können wir tatsächlich noch eine hinmachen? Thank you.
Wir brauchen tatsächlich Hyperspulen, okay? Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ja, die Ionenprismen, da muss man, glaube ich, mit dem Ionenstrahl auf den Prisma und das strahlt dann ab, oder? Ja. Also da kann man wahrscheinlich dann irgendwie so 5 in denen reinmachen und dann kann man so einen Todesstrahl bauen. So, jetzt würde ich die beiden aber gerne drehen. Dann will ich den hier hin haben und den Disruptor dann hier. Die Punktverteidigung kann ja eigentlich dann auch hier runter, ne? Haben wir noch mehr Platz für Punktverteidigung? Hier theoretisch, aber da müsste ich den Feuerlöscher wegmachen. Naja, ist ja auch egal, wir können es ja erstmal so lassen. Und müssen jetzt wieder ein paar Ressourcen holen. Wir brauchen Kupfer tatsächlich. So, aber das war's schon mit dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. Also bis dann. Ciao.